Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video habe ich mich etwas inspirieren lassen von ein paar amerikanischen YouTubern, die ich schaue. Zum Beispiel Kelly Gooch oder Sarah Rose haben so ein Video schon gemacht. Und zwar soll es heute in diesem Video um Produkte gehen, die ich nicht mehr kaufe oder nicht mehr kaufen werde. Das richtet sich jetzt gar nicht speziell gegen spezielle Produkte an sich. Also ich sage jetzt nicht, dieses Produkt von, keine Ahnung, L'Oreal, Maybelline, whatever, kaufe ich nicht mehr, sondern Produktkategorien im Beauty-Bereich, wo ich für mich einfach festgestellt habe, dass ich damit nicht klarkomme, obwohl es alle trendy finden, dass ich es irgendwie nicht brauche, dass ich es nicht benutze, wo ich mich auch so einfach ein bisschen weiterentwickelt habe, was ich in den letzten Jahren einfach gesehen habe, dass es für mich nicht so nötig ist. Und ich finde, das ist so in unserer Zeit, wo man das Gefühl kriegt, man braucht eigentlich alles, weil alles an einem irgendwie hässlich und schrecklich ist oder so, keine Ahnung, eine ganz gute Sache. Und der Beauty-Markt bordet ja immer mehr über. Dementsprechend finde ich es auch mal sehr angenehm, darüber zu reden, was kaufe ich eigentlich nicht mehr oder was brauche ich nicht mehr oder wo habe ich festgestellt, dass das einfach nicht so mein Ding ist. Und diese 10 Kategorien möchte ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Viel Spaß! Wir legen mal los mit einer Sache, von der ich ganz lang geglaubt habe, dass ich sie gut finden müsste, und zwar loser Puder oder loses Puder, der oder das Puder, man weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich immer so, ja Anna, also loses Puder, das wird für dich auch der Retter sein, weil damit sieht man nicht so cakey und nicht so zugekleistert und nicht so abmattiert, krass abmattiert aus wie mit vielen Pudern, die irgendwie in einer Kompaktform sind, aber die Realität ist, also erstmal, es regt mich granatenmäßig auf, wenn überall Puder ist. Also dieses Umdrehen rein in den Deckel und dann da rausnehmen, das finde ich bei Mineral Foundations nervig. Ich habe zum Beispiel auch einen losen Highlighter, einen losen Bronzer, da nervt es mich auch. Aber gerade bei Puder, und weil das so ein Produkt ist, das ich jeden Tag benutze, jeden Tag morgens benutze und es dementsprechend schnell gehen muss, wenn dann permanent mein Schminktisch versaut ist, regt es mich einfach so auf. Und dann muss ich für mich persönlich einfach sagen, ich brauche im Alltag einen starken Matteffekt. Und dementsprechend komme ich da einfach mit kompakten Pudern besser klar. Wenn jetzt jemand natürlich eine super trockene Haut hat und dann das Gefühl hat, so ein ganz fest gepresstes Puder, dass man sich sehr dicht und eben auch nicht mit einem Pinsel, wie ich das mache, sondern ich mache es mit so einem Schwamm eigentlich, auf die Haut gibt, das macht die Haut jetzt eher trocken oder bringt sie zum Spannen, dann ist es natürlich definitiv nicht das richtige Produkt für euch. Aber bei mir passt es einfach. Und dementsprechend werde ich jetzt auch nicht mehr versuchen, mir einzureden, dass loses Puder für mich funktionieren muss. Die zweite Sache ist so ein bisschen schwammiger formuliert. Und da muss ich auch sagen, das ist so eine Evolution, die ich vermutlich auch durchgemacht habe in den letzten Jahren, ist, ich kann mir aktuell nicht mehr vorstellen, eine Beauty-Abo-Box zu abonnieren. Also ich werde mir, denke ich, in nächster Zeit keine Abo-Box neu kaufen, zulegen oder so. Ihr wisst vielleicht, dass ich den Vegan Beauty Basket habe. Das ist tatsächlich auch die Abo-Box, die einzige Abo-Box, die ich im Beauty-Bereich noch habe. Die teile ich aber auf mit meiner Mutter und mit meiner Schwester. Das bedeutet, das ist für mich ein oder zwei Produkte alle 2 Monate. Was mich so extrem gestört hat, ich hatte ja, glaube ich, 1,5 Jahre lang die Lookfantastic Box. Ich hatte davor die My Little Box mal, war einfach, dass man sehr, sehr viel Produkte bekommen hat, die man vielleicht jetzt gar nicht so unbedingt super großartig fand, dass man sie sofort ausprobieren wollte. Und ich glaube, dass Abo-Boxen eine tolle Sache sind am Anfang, wenn man noch nicht so eine große Sammlung hat, sondern also erstmal von den Zahlen nach oben kommen will und einfach viel ausprobieren will. Aber ich war halt irgendwann an dem Punkt, wo ich auch einfach genervt war von Produkten, wo ich mir dachte so, oh Gott, das ist jetzt wieder irgendwie Gesichtscreme. Ich habe noch 70 Gesichtscreme auf Vorrat. Und das entspricht überhaupt nicht so meinen Bedürfnissen. Also ist dann irgendwas für reife Haut oder so. Dann ist immer die Frage, gebe ich es ab, benutze ich es selber? Ich will ja irgendwie eine Review dazu machen. Also irgendwie muss ich sagen, dass ich diese Abo-Boxen, ich hatte ja die letzte, die ich bekommen hatte, war im März diesen Jahres von Lookfantastic. Ich habe die seitdem 0,0 vermisst. Also gar nicht. Ich habe keine einzige Abo-Box von Lookfantastic auch seitdem gesehen, wo ich sagen müsste, boah, da habe ich jetzt richtig was verpasst. Und dann muss ich sagen, da habe ich irgendwie gefühlt alles richtig gemacht, weil man auch einfach so viel Produkte kriegt, wenn man immer mehr merkt, was zu einem passt, dann stört es einen natürlich auch immer mehr, wenn man dann irgendwie eine Lippenstiftfarbe kriegt oder so, wenn man dann sagt so, oh, das ist aber ehrlich gesagt hier überhaupt nicht meins, und dann rentiert sich's irgendwann auch nicht mehr. Naja, also da habe ich auf jeden Fall für mich festgestellt, dass es mir ohne besser geht und ich tatsächlich jetzt auch im Aufbrauchen meiner Vorräte tatsächlich
radikal vorankomme, weil ich habe ja dann auch alle 3 Monate zu Look Fantastic Review gemacht. Und da musste ich dann die Produkte auch immer aufmachen und dann hatte ich immer irre viel gleichzeitig offen und schon das hat mich gestresst. Also das ist einfach was, wo ich sagen muss, je größer die Sammlung wird, je besser man sich selbst schminktechnisch oder auch körperpflegetechnisch, es geht in diesem Video hier eigentlich vor allen Dingen um Schminkprodukte, kennt, desto weniger kann man was mit diesen Boxen anfangen, zumal ich einfach finde, dass viele Boxen am Anfang sehr gut sind und ich glaube, mit steigender Abonnentenzahl könnte man ja eigentlich meinen, dass da coolere Sachen drin sind, aber da nehmen die Sachen echt ab, ja, und das habe ich bei Look Fantastic gemerkt, wo ich mir einfach dachte so, nee, also ein dunkel-lilener Revlon-Lippenstift, der in Deutschland ausgelistet wird, ich weiß nicht, was das in dieser Box soll, ja, ich weiß auch, dass das sich für die rechnen muss, aber wenn man dann das Gefühl hat, man kriegt irgendwie so den Kruscht, dann, hat es für mich einfach nicht mehr gepasst. Punkt 3 ist auch etwas, wo ich jetzt schon länger nicht mehr in Versuchung gerate. Und zwar geht es um Gesichtspaletten. Das hatte ich auch bei Sarah Rose in ihrem Video gesehen und fand, das hat sie sehr, sehr gut beschrieben. Es ist einfach so, dass wenn man eine Palette mit Gesichtsprodukten hat, einem nie alle, die da drin sind, gleichzeitig zusagen. Und wenn ich dann zu einer Palette greife, weil ich weiß, okay, da gefällt mir jetzt irgendwie der Blush sehr gut, ist es halt oft so, dass zum Beispiel dann der Highlighter irgendwie nicht taugt oder so. Und da muss ich dann sagen, dann greife ich auch gar nicht mehr so zu der Palette, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel für einen Highlighter eh nochmal ein anderes Produkt nehme. Dann greife ich eher zu Einzelprodukten. Das ist halt dann auch irgendwie paradox. Ich versuche mich da jetzt irgendwie so ein bisschen auszutricksen, indem ich einfach durch meine Schminkboxen immer nur gewisse Sachen benutzen darf. Sorry, wenn ich übrigens so heftig gestikuliere. Ich mache das im echten Leben auch und werde dafür ausgelacht. Und heute habe ich keine Produkte in der Hand, weil ich ja spreche. Dementsprechend werdet ihr oft meine Hände sehen. Und das ist einfach eine Sache, wo ich für mich sagen muss so, das rentiert sich nicht. Auch wenn man dann versucht, irgendwie so eine Palette irgendwie dauerhaft zu nutzen. Ein Produkt trägt einen irgendwie immer auf. Dann gibt es diese Paletten, die irgendwie für zum Beispiel mehrere Abstufungen dann von Blush, Bronzer, Highlighter, die dann eher für verschiedene Hauttypen geeignet sind, enthalten, wo man sich so denkt so, hä, welcher Mensch wechselt wie ein Chamäleon seine Hautfarbe? Niemand. Das rentiert sich faktisch nur, wenn du irgendwie professionell arbeitest. Was ich jetzt zum Beispiel habe, sind 2 verschiedene große Blush-Paletten. Da muss ich sagen, das ist okay, da greife ich dann dazu und das finde ich tatsächlich auch schön, mir dann die einzelnen Blushes auszuwählen, wirklich passend zu meinem sonstigen Make-up, zu meinem Outfit und so. Aber realistisch greife ich einfach zu Einzelprodukten und deswegen werde ich solche Paletten auch in Zukunft meiden. Und das nächste, was ich meiden werde, ist Cremeprodukte. Cremeprodukte fürs Gesicht. Ich habe eine ölige Haut, ich habe eine Mischhaut. Meine Unreinheiten sind vor allen Dingen hier in diesem Bereich. Und das ist eben genau der Bereich, wo ich halt so viel mit Contouring, Bronzer, Blush und so arbeite. Und da finde ich einfach bei mir Cremeprodukte irgendwie schlecht. Und ich arbeite ungern damit. Es passt nicht zur Reihenfolge, wie ich arbeite. Und ganz viele Leute mit trockener Haut sagen, ja, für sie ist es total angenehm. Die pudern da auch gerne drüber. Und das ist einfach was, was mit meinem Hauttyp halt nicht funktioniert. Und dementsprechend, ich dachte eine Zeit lang, es sei super cool, weil es sind einfach dann Produkte, man kriegt vielleicht einen softeren Übergang hin, es sieht natürlicher aus, es lässt sich besser einblenden. Aber die Realität ist für mich, ich greife zu den paar Cremeprodukten, die ich habe, 0,0, nie freiwillig, weil das eben meinen ganzen Schminkablauf auch durcheinander wirft. Und dementsprechend, keine Creme, Bronzer, Blushes etc. mehr, auch wenn man sehr in Versuchung gerät, als zeigen immer alle Milk und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen Sticks, denke ich mir auch, boah, ist schon irgendwie cool, aber ist einfach nicht mein Business. Und die nächste Sache, ich sage immer und das nächste heute, tut mir leid, sind Limited Editions im Drogeriebereich. Das war ja einer der Vorsätze, die ich mir für 2020 gefasst hatte, dass ich nicht mehr bei Limited Editions zuschlagen werde. Also bei mir ist es tatsächlich so, und es hat natürlich viel damit zu tun, dass ich euch Produkte zeige. Wenn ich die nur privat nutzen würde, wäre natürlich was anderes. Aber wenn ich ein Limited Edition Produkt kaufe, ist mir klar, dass ihr das über kurz oder lang nicht mehr verwenden könnt. Ja, also dass ich es nicht mehr verwenden kann, weil ihr es nicht mehr bekommen könnt. So meine ich es. Und das macht dieses Produkt für mich irgendwie uninteressant. Also ich gucke mir dann schon die Limited Editions an, aber ich gucke zum Beispiel auch diese Limited Edition Videos von anderen YouTubern nicht, weil ich mir einfach denke so, who cares, ja? Dann zeigt wieder irgendjemand irgendeinen Highlighter, den es vor 3 Jahren mal in der LE gab. Mich persönlich stört es jetzt nicht so, weil ich halt auch eine große Auswahl habe, um Dinge sozusagen zu dupen. Aber es lässt mich eigentlich kalt. Also das ist auch sowas, wo ich mir denke, eigentlich
schreckt es mich eher ab, wenn ein Produkt Limited Edition ist. Ich bin sogar mittlerweile so weit, dass ich mir überlege, Dinge aus dem Essence oder Catrice Sortiment zu kaufen, weil ich weiß, dass da das Sortiment so oft wechselt und dass ich keinen Bock habe, was zu kaufen, das ich dann in einem halben Jahr nicht mehr zeigen kann. Ja. Also das sind einfach Dinge, ich glaube, das hängt halt sehr viel auch an YouTube, aber auch dieser schnelllebige Markt und dann dieses so in den Drogeriemarkt rennen und gucken, was da ist, das ist so sehr die Anna vor 5 Jahren gefühlt, aber heute eben einfach überhaupt nicht mehr. Dann machen wir mal mit dem einzigen Produkt weiter, das jetzt nicht so direkt in den Bereich Make-up passt, sondern eher so in den Bereich Pflege. Und da muss ich einfach auch eine Sache für mich feststellen, ich benutze ungern Tuchmasken. Man wird auf YouTube zugebombt mit Tuchmasken. Es gibt ganze Videos, wo Leute nur Tuchmasken kaufen und zeigen. Und es gibt da so, so viel. Und ich habe das Gefühl, da wird gerade auch von den Marken viel mehr rein investiert als in den Crememaskenbereich. Aber ich mag das Gefühl auf dem Gesicht einfach nicht. Ich kann mir das auch nicht angewöhnen, dass ich es irgendwie schön finde, mir so ein nasses Tuch aufs Gesicht zu legen. Also mich friert's da. Selbst wenn ich da jetzt nachdenke drüber, kriege ich ein unangenehmes Gefühl. Und ich habe jetzt, glaube ich, tatsächlich auch keine mehr da, aber das ist wirklich was, wo ich mittlerweile sagen muss, es macht auch so viel Müll. Also klar gibt es manchmal die Inlays, manchmal ist dann nochmal ein extra Plastik drin. Es gibt jetzt natürlich auch Alternativen, ich hatte da mal was von Badefee vorgestellt, aber es ist für mich persönlich einfach das Gefühl auf dem Gesicht. Und was auch so ein bisschen in diese Kategorie mit reinpasst, was gemeinsam sozusagen Punkt 6 ist, sind diese Under-Eye-Pads oder Under-Eye-Patches, ja. Die kamen ja, ich würde mal sagen, auch so vor 1 Jahr, 1,5 Jahren wurden die ja richtig groß. Die gibt's jetzt mittlerweile auch irgendwie in der Drogerie in ganz vielen Ausführungen, wo auch immer unglaublich viel Plastik dabei ist. Und ich hatte da mal ein paar ausprobiert und habe mir dann von Pixi so einen Topf, ich glaube, da sind, keine Ahnung, 30 Paar oder so drin, an Eyepatches. Und Leute, ich weiß gar nicht, wie ich die leer bekommen soll, weil das ist einfach so ein Produkt, das bringt für mich nichts. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eher was ist, wenn man schon so um die Augen mit mehr Fältchen zu kämpfen hat. Aber bei mir ist es einfach so, ich tue mir das um das Auge. Dann bin ich jemand, der, während er eine Maske drauf hat, ganz gern Haushalt macht. Irgendwie abends oder so noch. Und dann habe ich immer Angst, dass mir die Pads vom Gesicht fallen. Also ist auch nicht so schön, wenn du dich runterbeugst, weil du irgendwie gerade Staub saugst. Und dann hast du erstmal so ein Pad auf dem Boden liegen. Ich habe auch schon mal eins eingesaugt übrigens. Aber das ist einfach so ein Ding, das mache ich von mir aus gar nicht. Also ich habe das Bedürfnis, meine Haut zum Beispiel, die so ein bisschen manchmal so ein bisschen auszureinigen, Produkte von The Ordinary zu verwenden oder so. Aber es gibt nie so den Moment, wo ich mir dachte so, jetzt eine Tuchmaske. Auch ich empfinde es auch nicht als so erfrischend im Sommer oder so. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach komisch gepolt. Ich weiß auch, dass ganz viele Leute so viel lieber Tuch als Crememasken verwenden, aber ich trage mir das 10-mal lieber aufs Gesicht auf, wasche es dann ab, mache diesen ganzen Umstand da drum, weil ich einfach das Gefühl davon angenehmer finde. Okay, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen komisch. Und dann kommen wir noch so in 2 große Kategorien und das ist eine Sache, da arbeite ich noch dran. Also da will ich nicht sagen, dass ich da vielleicht nicht nochmal zurückfalle. Ich bemühe mich wirklich sehr, momentan kaum Foundations zu kaufen. Also wenn es ein Produkt gibt, das mich auf dem Beauty-Markt übel triggert, wo ich jedes Mal denke, oh Gott, Anna, das hört sich so gut an, das brauchst du, sind Foundations. Das ist für mich wirklich der absolute Wundepunkt. Lidschattenpaletten und so, da kann ich voll gut mich distanzieren, aber wenn eine neue Foundation rauskommt, dann bin ich gefühlt immer in Versuchung, die zu kaufen. Und ich versuche es tatsächlich nicht zu machen, weil ich eigentlich immer darauf warte, dass eben YouTuber, von denen ich weiß, dass sie einen ähnlichen Hauttyp haben wie ich, die ja auch, den ich auch traue, zum Beispiel jemand, dem ich super gern Sachen nachkaufe, ist Adriana von Paintpot, weil die auch eine Mischhaut hat. Und von der habe ich tatsächlich schon ein paar Sachen nachgekauft, die wirklich für mich auch top, top, top funktioniert haben. Und dementsprechend, nur weil jemand sagt jetzt mittlerweile mit trockener Haut, boah, super gute Foundation. Früher hätte ich mir gedacht, ja. Ich habe zum Beispiel ganz viele Foundations Hatice Schmidt nachgekauft eine Zeit lang, was irgendwie auch ein bisschen bullshittig ist, weil die halt eine ganz andere Haut hat als ich. Ja, und da bin ich einfach in Versuchung geraten und heute versuche ich das wirklich, wirklich, wirklich zu lassen. Ich habe zum Beispiel bis heute diese Insta Perfect Foundation von Essence nicht gekauft, die gibt es jetzt ja auch nicht mehr, aber das war gefühlt jetzt ich weiß nicht, wie lange sie auf den Markt kam, 1 oder 2 Jahre, das war ein Kampf die ganze Zeit, die nicht irgendwann mal zu kaufen, weil das einfach so ist, wo ich immer auf der Suche nach Verbesserung bin und nach Perfektion und nach der Sache, die meine Haut dann wirklich jetzt so 100% irgendwie, ja, bis abends hält und alles abdeckt und so, aber das ist irgendwie unrealistisch. Ich weiß es auch nicht, aber mittlerweile kaufe ich da immerhin weniger. Und wo ich eigentlich auch dazu übergegangen bin, gar nichts mehr zu kaufen, sind Lippenprodukte. Ich wollte eigentlich mal nachgucken vorher noch, in
welcher der letzte Haul war, wo ich tatsächlich mein Lippenprodukt gekauft habe. Ich kann mich nicht mal erinnern, welches das letzte war, das bei mir eingezogen ist. Keine Ahnung, wann ich zuletzt selber ein Lippenprodukt gekauft habe. Also jetzt nicht aus irgendwelchen Boxen bekommen habe, weil das einfach eine Kategorie ist, die bordet bei mir so über. Also ich habe 40, 50 Lippenprodukte. Ich werde das nie in meinem ganzen Leben aufbrauchen können. Das ist mir auch klar und ich schäme mich auch so ein bisschen. Und es gibt auch tatsächlich Farben, die benutze ich nicht so oft. Also falls ihr gerade am Anfang eurer Sammlung steht, investiert wirklich in gute Nude- und Rosé-Töne für den Alltag. Also wenn ihr jetzt im Alltag gerne Rot tragt, dann investiert daran. Investiert in Alltagsfarben. Kein Mensch, und das kann ich jetzt wirklich sagen, braucht 4 oder 5 verschiedene dunkle Rote Töne. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach so eine Sache, da muss man mal realistisch sagen. Natürlich ist es nett, wenn man da noch eine Nuance dunkler hat oder noch so ein bisschen anders oder mal ein bisschen anders von der Textur. Aber realistisch, das Zeug braucht ihr nicht auf. Also wie oft trage ich einen knallroten Lippenstift? Einmal in 3 Monaten vielleicht. Also wenn ich jetzt nicht vor der Kamera sitze. Und es gibt einfach nichts eigentlich im Bereich Lippen, wo ich jetzt sagen würde, wow, da habe ich nicht zumindest die Farbe irgendwie da. Vielleicht von der Textur anders oder so. Aber da kann ich mich mittlerweile auch zusammenreißen, weil ich einfach diese Aufbewahrungen, volle Lippenstifte sehe, wo ich einfach sagen muss, hey Anna, wirklich, reiß dich mal zusammen und du, wie schnell braucht man Lippenprodukte auf? Also ich bin zum Beispiel mit Teintprodukten extrem fix eigentlich eine Zeit lang gewesen, weil ich auch jeden Tag Foundation verwendet habe. Mache ich jetzt ja momentan aktuell nicht, dementsprechend stoppt es ein bisschen. Aber jetzt zum Beispiel Corona hat auch einfach meinem Lippenstiftverbrauch total den Dämpfer gegeben, weil wenn du rausgehst und direkt eine Maske aufsetzt, warum auch? Ja, und dementsprechend habe ich mich da auch zusammengerissen. Und die letzten beiden Produktkategorien für heute sind einmal porenfüllende Primer. Das ist so eine Sache, die ist sowas von 2017, finde ich irgendwie. Und man merkt auch, dass die Marken damit nicht mehr so groß rauskommen. Aber das war für mich früher echt so das ultimative Produkt. Jetzt muss man mal sagen, ich glaube mittlerweile gar nicht mehr, dass ich so große Poren habe, die man auffüllen muss. Also ich habe halt Unreinheiten und so, aber und ich habe halt auch ein paar so dunkle Mitesser und so. Aber ich habe nichts, wo ich sagen würde, also man kennt ja diese Leute mit einer richtig grobporigen Haut, das habe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich immer diese porenfüllenden Primer verwendet habe. Und das ist jetzt auch so eine Sache, da bin ich halt richtig am Aufbrauchen jetzt. Also ich habe schon lange einen von Maybelline in meinem Project Pen. Ich habe noch einen jetzt so von Smashbox, der so ein bisschen ist. Und dann noch einen von CoverFX, wo ich sagen muss, das ist schön, weil das die Haut so ein bisschen, also das ist ja mit Silikon und das sorgt dafür, dass die Foundation dann super gut über die Haut gleitet. Aber ich für mich mag es mittlerweile lieber, wenn der Primer einfach ein bisschen hydriert und Feuchtigkeit schenkt und dem ja Gesicht so ein bisschen Leben einhaucht. Ich mag auch diese glowigen Primer nicht, aber diese porenfüllenden Primer, da bin ich mittlerweile einfach weg davon, weil ich für mich auch nicht mehr so den Sinn sehe. Und eine Zeit lang hatte man das Gefühl so, jeder hatte gefühlt zu große Poren. Jeder, also ich habe halt Unreinheiten und ich glaube, Unreinheiten sind oft mit großen Poren vergesellschaftet. Aber ich finde, man tut sich am Anfang super, super schwer, auch zu diagnostizieren, was ist jetzt genau eigentlich überhaupt mein Problem im Gesicht. Also es wird einem ja auch von der Industrie letztlich eingeredet, dass man tausende Probleme hat, ja, wo ich auch einfach sagen muss, so, okay, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum man Lippenmasken braucht. Man kann auch einfach ein Labello nehmen, ja. Aber es gibt einfach so Dinge, die da so eingeredet werden und ich glaube, pornfüllende Primer gehören dazu. Weil, also, es ist zumindest nicht einfach mein Problem und ich dachte sehr lange, es sei mein Problem. Und irgendwann, je länger man Make-up benutzt, je länger man sich schminkt, je besser man auch seine Haut kennt, weiß man dann, dass man das Problem vielleicht auch gar nicht hat. Naja, ist auch mal ganz schön. Und das Letzte, worüber ich sprechen möchte, ist auch was, wo ich mir einfach gern einrede, dass ich es brauchen könnte. Und zwar sind es Glowy Fixing Sprays. Genau, Anna. Glowing Fixing Sprays. Also Fixing Sprays, die dem Gesicht so einen Glow verleihen, so ein bisschen strahlend machen. Realistisch gesehen ist es für Leute mit Mischhaut für normale Tage einfach Mist. Weil man glänzt einfach eh. Ja? Irgendwann, spätestens ab 12, glänze ich. Und dann brauche ich auch nicht noch ein Fixing Spray, das mir das zusätzlich verleiht. Also jeder von uns, und das ist für mich auch so ein großes Ideal irgendwie, aber man will ja auch immer das, was man nicht hat. Gebräunte Haut, Glow, ist überhaupt nicht abmattiert, sondern so ganz natürlich und so strahlend und so. So werde ich einfach nicht aussehen. Ja, das muss ich mir auch einfach abschminken. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel echt seit Urzeiten das Pixi Glow Mist auf dem Schminktisch stehen. Ja, wann kann ich das verwenden? Never. Im Prinzip, muss man schon mal sagen. Das mache ich vielleicht mal abends drauf. Ja. Aber selbst da will ich ja eigentlich, je nachdem wie lang der Abend wird, auch, dass mein Make-up hält. Also von daher,
Ja, das ist auch einfach was, wenn man trockene Haut, ist es super gut. Und das ist so auch für mich dieses Fazit aus diesem Video. Man lernt seine Haut einfach immer besser kennen. Man lernt so seine Problemzonen und seine Ansprüche immer mehr kennen. Und dann kann man irgendwann auch sagen so, okay, dieses Produkt, das bringt es für mich einfach nicht. Oder das wirkt sogar dem, was ich will, noch mehr entgegen. Also ja, Zeit macht schlauer, würde ich sagen. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, das war interessant für euch. Das sollte jetzt irgendwie gar nicht negativ wirken, sondern ich fand es eher auch so ein bisschen witzig, sich so drüber lustig zu machen, was ich früher geglaubt habe, dass ich brauche. Zum Beispiel das mit diesem losen Puder, dass ich dachte, ja, so Glow im Gesicht, das würde jetzt bei mir gut funktionieren. Oder irgendwie, ja, zum Beispiel das mit den Tuchmasken. Das sind einfach solche Trends, auf die man mit aufspringt, wo man sich dann auch erstmal davon losreißen muss, dass das persönlich für einen nicht funktioniert, weil manchmal habe ich das Gefühl, es ist sehr verpönt, einfach auch zu sagen, so, nee, das geht jetzt halt für mich nicht. Also wenn man irgendwas nicht gut findet, was viele andere Leute gut finden, dann steht man ganz schnell allein da. Aber es ist ja nur Make-up, von daher ist das, finde ich, auch einfach ein Bereich, wo Diskussionen erlaubt sind, wo man sich aber auch immer klar machen muss, wir sind alle so unterschiedlich von unseren Ansprüchen, von unserer Hautbeschaffenheit, dass es einfach ganz normal ist, dass viele Leute unterschiedliche Meinungen haben. Genau. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob auch so ein Bereich bei euch gibt, wo ihr sagt so, da habe ich einfach festgestellt, das bringt es nicht für mich. Also es gibt auch Leute, zum Beispiel, die lang Foundation verwenden und dann irgendwann sagen so, nee, es nervt mich wirklich und das ist überhaupt nicht meins und es wird mir so sehr eingeredet, ich bräuchte eine Foundation, aber eigentlich ist meine Haut auch gut. Also warum? Also wo man erstmal nach einer Zeit so reflektiert, warum habe ich das eigentlich gekauft, ja? Aber da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, von euch zu hören, weil ich glaube, da gibt es auch lustige Geschichten. Also ich lache über die Anna von vor 3 Jahren, aber vermutlich mache ich gerade wieder auch so Sachen, wo die Anna in 3 Jahren sich denkt so, oh Mann, ganz ehrlich, Anna, lass es einfach sein. Naja, falls euch das Video gefallen hat, war so ein bisschen laberig, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Bleibt alle gesund. Bleibt fröhlich und zufrieden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!